Egal, ob es um den Weltfrieden geht oder den Frieden untereinander, besinnt euch bitte alle mal wieder auf das, wo es angefangen hat. Warum seid ihr das erste Mal zu einer Versammlung gegangen, zu einer Demonstration? Was hat euch dazu bewogen? Das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns alle zurückbesinnen sollten. But girl, you're thinking about the one thing you can live without. Yeah, I'm the girl you've been waiting for. I have you down on your knees, I'll have you begging for more. You probably thought I wouldn't get this far. You thought I'd end up in the back of a car. You probably thought that I'd never escape. I'd be a rat in a cage, I'd be a slave to this place. You don't know how hard I fought to survive. Waking up alone when I was left to die. And you don't know about this life I've led. All these roads I walk, all these stairs I plod. So how can this be? You're praying to me. There's a look in your eyes. I know just what that means. I can be your everything. Ich wünsche uns allen von ganzem, ganzem Herzen Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Im Großen wie im Kleinen. So, ich glaube, die Anja wollte auch noch mal was sagen. Ja, hallo, ich will gar nicht so viel sagen. Im Prinzip hat Cynthia alles gesagt, was sein musste.
Das unterschreibe ich so voll. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Das wird jetzt ja ein bisschen unterschiedlich werden, dass wir nicht mehr immer am Köpke stehen. Aber ich hoffe, ihr kommt trotzdem. Und ich wollte nur, dass du mal kurz das Mikro hältst. Also Leute, ich habe heute nämlich einen guten Tag, denn es ist erst 5 vor 12. Und wenn ihr denkt, dass das ja scheiße ist, dass es schon 5 vor 12 ist, schlimmer geht immer. Schlimmer ist 3 nach 12. Aber da wir es erst 5 vor 12 haben, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das noch alles geregelt kriegen und dass es noch sich zum Guten wendet. Also weiter auf die Straße für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Genau, heute wird unser Demo auch musikalischer als sonst. Lassen wir die Künstler sprechen. Es gibt so schöne Freiheitslieder von Gleichgesinnten und ich denke mal, Musik ist, was die Menschen bewegt und zusammenführt. Deswegen erwartet heute keine großartigen Reden hier von uns. Wer jetzt noch was sagen möchte, ist herzlich eingeladen. Ganz kurz. Ja, liebe Menschen, liebe Freunde der Wahrheit, ich wollte euch nur daran erinnern, diesen Samstag gehen wir wieder durch die Straßen von Hannover. Wir treffen uns um 15.30 Uhr auf dem Steintorplatz am Samstag. Diesen Samstag, 19.11., 15.30 Uhr. Und wir hoffen, dass ihr alle zahlreich erscheint, okay? So wie vor 2 Wochen, das war richtig schön. Okay, und dann wünsche ich uns heute auch eine gute Demonstration. Seid laut, tanzt, keine Ahnung. Ich will Dennis tanzen sehen, jetzt hast du was gesagt. Also, wenn wir schon mal dabei sind, Walk to Freedom geht auch am Mittwoch. Ort wird noch bekannt gegeben. Also 2 Demos diese Woche noch, Mittwoch und Samstag. Und demnächst wird auch Herr Scheele wiederkommen. Termine werden auch noch bekannt gegeben mit der Galerie des Leidens. Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Selbstbestimmung, darauf will ich nochmal eingehen. Und zwar wurde ja nach dieser ganzen Unterdrückung im Zweiten Weltkrieg und alles, was war, nicht nur Menschenrechte, sondern das Grundgesetz auch gemacht. Und der Artikel 2 ist ja die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das bedeutet Selbstbestimmung. Und die wussten, dass Leute, die selbstbestimmt sind, im Kern gut sind. Selbstbestimmung ist was Gutes. Und deswegen gibt es auch demnächst den Tag der Selbstbestimmung. Am 17.12. wird er in Berlin eingeläutet. Es sind ungefähr an die 200 Organisationen, die dazu aufrufen, am 17.12. den Tag der Selbstbestimmung in Gang zu bringen. Selbstbestimmung ist wirklich der Schlüsselpunkt, weil wenn jemand selbstbestimmt ist, wird er komischerweise nicht krank. Er braucht keine ärztlichen, komischen Experimente und er macht auch selten einen Unfall. Also Selbstbestimmung ist wirklich der Knackpunkt und den können wir auch bei Menschen durchdrücken, weil viele Leute, die auch über Wahrheiten schimpfen, doch gerne selbstbestimmt sein wollen. Deswegen ist viele Freiheit, Selbstbestimmung ist einfach ein perfektes Motto. Ich danke für euer Zuhören. Wir brauchen auch noch 3 Bannerträger. Das wäre ganz lieb, wenn wir da noch Unterstützung hätten. Heute brauchen wir tatsächlich nur 3 Bannerträger. Wer möchte? Ihr müsstet dann auch vorne weggehen. So eine haben wir schon. Vielen lieben Dank. Sie ist wieder da. Aber trotzdem, sehr schön. Alleine kann die junge Dame das Banner leider nicht tragen. Deswegen, rappt euch auf. Super, noch einer. Vielen, vielen Dank. Ja, die sind auch in Gefahr. Und wenn einer nicht spurt, wir folgen dann dem Polizeiauto. Nein. Today.
Die Kuppel drücken.